Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spiel mit mir Kinderspielzeug. Ich habe heute diesen riesigen, gigantischen Barbie Glam Camper für euch. Das ist im Prinzip ein Barbie Wohnmobil, hergestellt natürlich von Mattel und geeignet für Kinder ab 3 Jahren. Ich führe euch mal ein bisschen näher ran. Das Ding ist so groß, dass es hier kaum, eigentlich passt es nicht in die Kamera, deswegen zeige ich euch das jetzt mal so. Man kann den Van oder den Camper umfunktionieren zu einem Swimmingpool und es haben bis zu 4 Barbie-Puppen Platz da drin, also wirklich für 4 Barbie-Puppen ausgestattet. Also ich bin wirklich gespannt. So ein riesiges Teil hatte ich, glaube ich, bislang von Barbie hier noch nie vorgestellt. Hier nochmal eine Großaufnahme vom Innenraum, also wirklich ein Tisch mit Stühlen, eine Küche, ein Schlafzimmer, dann hier so Etagenbetten für die einzelnen Puppen, eine Dusche und natürlich der Fahrerraum. Wenn man möchte, wie gesagt, zum Pool umfunktionieren, gerade im Sommer ist es bestimmt cool. Ich würde sagen, wir packen den Glam Camper jetzt mal aus und schauen, was er alles so kann. Das Ding ist wirklich gigantisch, also ich habe nicht untertrieben oder auch übertrieben, also mir fällt gar nichts dazu ein. So schaut der Barbie Glam Camper jetzt aus. Hier vorne haben wir sogar ein Fenster, da schaut Barbie nach draußen. Und wir haben hier sogar leuchtend silberne Felgen, wo dann auch das Barbie-Emblem drauf ist. Hier im Fahrerraum ein Lenkrad, Autositze und natürlich Anschnallgurte. Selbst an die Sicherheit unserer Barbies hat man gedacht. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal die Klappe hier auf und schauen, was uns erwartet. Also man kann auf jeden Fall das Fahrerhäuschen von dem Anhänger lösen. Und hier hinten ist dann noch eine Klappe oder eine Tür, die wir öffnen können. Ich glaube, ich werde mal eben das Fahrerhäuschen hier rausnehmen. Das ist jetzt, glaube ich, weniger interessant, weil hier uns jetzt das Innenleben des Campers erwartet. Und das ist wirklich krass. Hier haben wir einmal ein Fenster mit Blick zum Meer, aber auch gleichzeitig eine Markise, also einen Sonnenschutz, wenn man möchte. Und hier dann noch entweder ein Barbie-Tisch oder ein Grill. Also da kann man wirklich sich ziemlich ausprobieren. Weiter geht's. Ich sehe hier schon mal einen krassen Flachbildfernseher. Und hier in die Schränke kann man natürlich auch schauen. Da haben wir hier einmal entweder einen Slushie-Maker oder irgendwie so einen Getränkespender. Und in den Schränken befinden sich noch verschiedene Sachen wie Kekse, Schokolade, Hotdogs, Kakao und Ketchup. Ich mache das mal eben zu. Dann haben wir hier noch eine Spüle mit Herd, einen Backofen. Und das hier könnte auch ein Ofen sein oder vielleicht auch ein Kühlschrank. Wir gehen mal weiter. Hier dann unser Pool, den müsste man dann in das Fahrerhäuschen einbauen. Das zeige ich euch später. Und ich glaube, es fehlen noch ein paar Einrichtungssachen. Es waren nämlich noch welche dabei, aber die räumen wir gleich mal gemeinsam ein. Hier haben wir dann noch eine Barbie-Toilette.
Also man hat wirklich in diesem Camper an alles gedacht, was man so braucht und was das Herz begehrt. Ich schaue mal eben, was noch alles dabei gewesen ist. Mit dabei waren jetzt noch diese super coolen Sticker. Mit denen können wir dann unseren Barbie-Camper von innen verschönern und auch so ein bisschen einrichten. Dann haben wir hier noch diese Barbie-Barhocker. Ein Steinuntergrund. Ich denke mal, das ist dazu da, um Lagerfeuer zu machen. Man kann das nämlich dann hier so einsetzen und dann hat man eine Lagerfeuerstelle. Passend dazu dann diese Stöcker mit den Marshmallows dran. Dann haben wir noch so ein paar Sachen für die Küche, wie zum Beispiel Becher oder eine Pfanne. Da ist auch schon so ein Herzpfannkuchen drin. Dann haben wir hier noch eine Gardine oder eben ein Duschvorhang. Das könnte genau das gleiche sein. Da bin ich mir noch nicht so sicher. Wir haben auch noch einen Kronleuchter. Muffinform. Noch Tellerchen und alles Mögliche. Ich würde sagen, im nächsten Video werden wir mal unseren Camper einräumen. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Gebt mir doch einen Daumen hoch, hinterlasst mir einen netten Kommentar und vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Tschüss!